Es geht eigentlich, wenn man was zeichnet, bei mir nicht darum, dass ich mir jetzt großartig frage, wie ich das mache, sondern ich mache es ganz einfach. Was Gegenentwurf zur Realität? Nämlich meistens, wenn ein Künstler beschließt, mit Kunst anzufangen oder sich das überhaupt anzutun, dann beschließt er das als Gegenentwurf zur Realität, zu einer Realität, mit der man sich nicht abfinden kann. Die man eigentlich hinterfragen muss und nicht nur hinterfragen muss, die einfach intolerant ist. Dadurch fängt man an, einen Gegenentwurf zur Realität zu gestalten, weil man das zwangsläufig muss, weil man sonst nicht überleben kann. Es war eigentlich ein Glück, dass ich, sagen wir, Glück kann, nein, Glück was kann. Also so von Haus aus vorgesehen war es nicht. Als Kind, als Zwölfjähriger, habe ich schon gedacht, ich wäre es einmal, ich wäre einmal Künstler und wäre daran arbeiten. Aber vom Leben selber war es gar nicht so vorgezeichnet. Da hätte ich eigentlich, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätte ich müssen Installateur werden. Ich hätte wohl die Bundesgrafische besuchen, das hat es nicht gespürt. Und wenn ich das so nüchtern betrachte, ja, kann man sagen, das, die letzten 17 Jahre, das, was ich in dem Bau erlebt habe, das hat dann auch mal Kunst beeinflusst. Und letzten Endes, diese 17 Jahre und 3 Jahre irgendwann einmal im Leben, also sprich der Zeitraum von 20 Jahren, war mein Leben und meine Kunst. Das kann dauern. Ich habe eh schon so viele Bücher und ich weiß eh nicht mehr, wohin damit. Verstehst du, was ich meine? Oh Scheiße, Renoir. Also, Mund, Ensor, James Ensor, Kubin, dann teilweise der Verismus von George Gauss. Und eine Menge sozialkritische Sachen ums 19. Jahrhundert. Das sind meine Vorbilder. Man sieht, irgendwann können sie die Menschen wie in der Steinzeit am Schädel hauen. Ich kann sagen, jede Arbeit ist eine kleine Kopfgeburt. Ja. Das heißt, irgendwann überlegt man sich so, wenn man mal Zeit hat, ein Konzept für ein Werk oder für das, was man zeigen will. Man denkt darüber nach, in wie vielen Bildern, in welchen Abfolgen. Und dann ist es dann zum Schluss eine technische Entscheidung, die getroffen wird, um sie dann umzusetzen. Das meiste ist bei mir fragmentarisch oder absichtlich fragmentarisch. Das heißt, es soll der Zusammenhang nicht gleich klar sein. Es soll sich auf eine fragmentierte Weise erst veranschaulicht sein, praktisch. Steht auch meistens in einem Kontext zu irgendwas oder zu sozialkritischen. Aber manches. Es ist aber nicht alles, es gibt auch Hommagen und einfach auch nette Sachen. Ja. Das heißt, man muss ja nicht immer ja, beißen. Naja, nüchtern betrachtet. Mir persönlich wär lieber, ich müsste nicht 3 Monate sitzen und an einem Bild zeichnen. Sondern mir persönlich war lieber, ich hätte es da im Kopf und dann wäre es da das fertige Blatt, was ich mir von meinem Kopf vorgestellt habe und ich müsste erst gar nicht 3 Monate dran herumarbeiten oder wochenlang oder sonst was. Ja. Und könnte die Zeit für wesentlich andere Dinge nützen. Aber
andererseits muss man auch sagen, wenn man mal sie die Mühe gemacht hat, sie an etwas heranzusetzen, 3 Monate, und man sieht dann schon, es war Arbeit und es kommt heraus. Man kann zwar sagen, man hat es gemacht, man hat was gearbeitet, aber letzten Endes macht dann das nicht glücklich. Man kann sagen, meine Bilder, die sind wie Weinbau. Sie dauern genauso so lange, wie ein guter Wein reift.